Jungs und Mädels, was geht ab? Heute möchte ich euch mal zeigen, wie wir bei Fortnite ganz einfach den Performance Mode aktivieren können. Dafür starten wir natürlich als allererstes einmal Fortnite, als nächstes gehen wir dann oben links in der Ecke auf diese drei Striche, öffnen dann hier einfach einmal die Einstellungen, bleiben dann natürlich bei dem ersten Punkt, nämlich Grafik, und hier haben wir dann schon den Rendering Modus. Die meisten von euch haben wahrscheinlich gerade entweder DirectX 11 oder 12 ausgewählt, allerdings wollen wir natürlich den Performance Mode haben, dementsprechend wählen wir den hier auch einfach einmal aus und klicken dann hier auf Anwenden. Hier kommt dann direkt schon die Info, dass ein Neustart notwendig ist. Bevor wir das aber machen, drücken wir hier einfach einmal kurz auf Ablehnen. Dann gehen wir einfach einmal wieder zurück in die Lobby. Und zwar gibt es hier immer wieder einen Bug, dass das Ganze dann nicht richtig übernommen wird. Dementsprechend will ich euch ja zeigen, wie wir das also wirklich richtig machen müssen, damit danach die Einstellungen wirklich auch alle gespeichert sind und wir den Performance Mode wirklich aktiviert haben. Als nächstes schließen wir nämlich einfach einmal Fortnite, klicken dann hier auf Bestätigen. Wir starten es also nicht neu, so wie es da gerade vorgeschlagen wurde, sondern wir schließen Fortnite einfach einmal, dann öffnet sich hier der Epic Games Launcher, den können wir auch direkt einmal schließen. Als nächstes drücken wir dann auf der Tastatur einfach einmal Windows und R gleichzeitig, dann öffnet sich hier nämlich direkt schon dieses Ausführenfenster und dann geben wir hier einfach einmal 1% Local App Data Prozent, bei mir kommt es jetzt hier auch schon direkt, dann klicken wir hier einfach einmal auf OK, dann öffnet sich nämlich schon der Windows Explorer, hier gehen wir dann zu diesem Ordner, nämlich Fortnite Game, drücken da einfach einmal drauf, dann Saved, hier gehen wir dann zu Config, Windows Client und hier haben wir dann diese Einstellung, nämlich die Game User Settings, die wählen wir einfach einmal aus, machen dann einen Rechtsklick, gehen hier auf die Eigenschaften und falls hier Schreibgeschütz aktiviert ist, dann müssen wir das auf jeden Fall einmal rausnehmen, dann auf Übernehmen klicken und dann wurde das Ganze so wirklich gespeichert. Jetzt können wir dann einfach einmal Fortnite wieder neu starten und dann haben wir den Performance Mode schon aktiviert. Falls ich euch mit diesem Video hier also etwas weiterhelfen konnte, dann würde ich mich wirklich sehr über eine Like freuen, Kuss fürs Zuschauen und haut rein! Hey.